Ja. Immer wenn ich da geht das in den Untergrund. So, also voll Folge, da ist Glück. Wir kümmern uns diesmal so ein bisschen darum, dass wir den Stau hier wegbekommen. Also eigentlich letzte Folge machen wollten, aber ich dachte, ich fahre mal mit dem Tunnel. Aber dann werden wir noch alle hier unten hin. So. Und damit wir das ändern, brauchen wir hier noch eine Kachelreihe. Von da nach da. Hätte ich auch noch. Nee. Oder? Zack. Uff, so viele Autos. Nee, nach oben im Raum noch keinen. Ja, vorbei. Nein. Alter, die ist ja so groß, wie ist ja eine Größe. Wie viele Karren dafür, Alter? Wir bleiben bei unserem Plan hier mit. Ich glaube, wir machen. Direkt für Zukunft. Vierspurig. Schade. Inge. Ich entführe mal so weit und mache dann hier eine gute. Verkehrschaos. Nee.
sieht sich genauso schlau aus. Möchte ich da noch was holen? Alles eigentlich ganz, ganz Gutes, oder? Zack. Dann sollte es hoffentlich besser laufen. Wenn wir uns die hier unten nach Fürenfurt hin möchten, kann ich hier abfahren. Und machen wir mehr Strom. Ja.
die Luftschmutzung auf jeden Fall weniger. Dafür war ich hier. Okay. Darf man eigentlich hier hochfahren, dass ich auf jeden Fall gucken. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're back with Second Moon Radio, your second musical home from home. So settle back in your chair, pour yourself a glass, and prepare for another hour of musical delight. Tonight we are doing a musical tour of Italia. Mm-hmm. Land of art and culture. Que bon, as they say. And an aria inspired by the infamous Vivaldi shall be our guide. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. And on to our main feature story. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Oh Mann. Ah. Okay. Da sind wir. Bleiben wir trotzdem hier unten. Und dann runter. Dann nochmal. Ach ja, hier. Wieder zu gut. Zack. 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 Ich war so schnell. Sich wieder aufladen, wenn der Akku leer ist. Wenn mein Import von 9 Megawatt hat, mein Verbrauch nur von so viel Produktion von so viel. Verstehe ich nicht. Okay, jetzt können wir wieder geradeaus fahren. Oh,
Wo geht der Stau? Stau geht ja nur bis hierhin. Jetzt spät es hoffentlich ein bisschen langsam. Einfach klein. Ein bisschen für 17 Dollar. Wie sieht es weiter aus mit Busbahn? Die werden gut genutzt. Und gleichzeitig bringen sie auch gut Geld rein. Gut Geld, nur die Züge noch nicht so, weil die ja noch nicht so viel genutzt wurden. Wein trinken. Okay.